Ach du liebes Lieschen. Moin Leute, was geht ab? Ich hoffe, ihr hattet ein richtig, richtig gutes Wochenende. Je nachdem, wann ihr das hier auch einfach hört oder seht. Seht es besser. Seht Leute, schaut euch das auf jeden Fall komplett an. Drückt jetzt schon mal den Abo-Button. Ich freue mich mega. Wir zocken heute eine Runde King of Retail. Wir gucken uns die ganze Geschichte einfach mal ein bisschen weiter an. Wir wollen ja unseren Laden noch ein bisschen größer machen. Wir wollen ja erfolgreich werden. Wir wollen ja wahrscheinlich sogar reich werden. Deswegen starten wir jetzt einfach mal durch. Bis gleich. So, und da sind wir auch schon. Da sind wir in unserem kleinen Büro. Wir haben ja einen Mitarbeiter im Verkauf. Ist das richtig? Ja, einen Mitarbeiter im Verkauf. Reicht uns das? Ich glaube nicht. Also wir sollten auf jeden Fall zwei machen, weil der Kollege arbeitet ja wirklich von morgens 5 bis abends um 21 Uhr einfach nur. Vielleicht sollten wir uns dann überlegen, ob wir nicht einen zweiten damit zunehmen, damit die sich einfach mal ein bisschen abwechseln können. So, was haben wir hier? Felix. Was kann Felix denn? Felix kann fast alles. Wir wollen Felix. So. 587. Komm schon. Jetzt mach ne 10. Oh. 12. Ja gut. Ja, wir haben Felix, weil Felix das ist einfach ein Verkaufstalent. Frage ist, was kann Felix nicht verkaufen? So, dann würde ich sagen, stellen wir den mal eben flugs passend ein. So. Und den Mattis stellen wir Arbeit starten. Ne, ab 14 Uhr muss dann ja quasi, ne? So. Pause machen wir dann, wenn es drauf ankommt, würde ich sagen. Ne? Das ist halt einfach erstmal so. Und genau, so starten wir erstmal. Haben wir Sachen bestellt? Bestellung. Nachbestellung, Bestellverlauf. Artikel 99 Artikel. So, dann gehen wir mal, flitzen wir mal rein und gucken einfach mal, wie es weitergeht. So, da ist unser kleiner süßer Laden. Müssen auch eigentlich mal was an den Wänden machen. Wir haben zwar hier schönes Licht drin, aber so wirklich. Gar nichts mehr. Felix ist, guck mal, der Mann ist einfach schon auf dem Weg zur Arbeit. Wir haben auch nichts mehr im Lager. Wir sind ja komplett ausgebrannt. Wir wurden ja komplett leer gekauft. Ja, da kommt unser Verkauf, unser Lagerist-Dude auch schon. Uli haben wir, glaube ich. Haben wir nicht Uli getauft? Ich glaube, wir hatten ihn Uli getauft. So, wollen wir erstmal auspacken. Es dauert einfach mal ewig lange, ewig lange. Das Geschäft ist geöffnet, aber wir haben einfach noch keine Artikel. Was jetzt? Lager ist schon voll. Ach du Liebes, ach du. Unser Lager ist nicht groß genug. Ja, wollen wir mal zusehen, dass wir mal ein bisschen was nach... Ich glaube, das wird auch das Nächste sein, was wir machen sollten. Wir sollten uns einfach jemanden holen, der hier die Sachen... Wir haben nur 85 Dollar. Euro, es sind sogar Euro. Felix, der haut hier den ganzen Laden. Der verkauft alles. Sehr gut. Felix ist schon am Start. Ja. Wir müssen hier alles. Eine Kasse müssen wir auch noch nebenbei machen. Oh. Ich meine, ich freue mich ja, dass die Leute eine einkaufen. Aber das Problem ist ja jetzt, wenn ich das Lager hier jetzt auspacke, dann ist ja keiner an der Kasse. Und siehst du, da geht's schon los. Abbrechen. Oh, das hätten wir viel eher machen müssen. Wir hätten jemanden holen sollen, der an der Kasse steht. Das macht viel mehr Sinn. Das werden wir auch morgen machen. Wir werden zwei Leute noch einstellen für die Kasse. Felix ist da, der macht das. Wir werden noch jemanden einstellen für die Kasse. Und, genau. Hä? Hier ist noch gar nichts. Oh, ach, okay, hier wollten wir anscheinend was reinmachen. Kann das sein? Ich bin noch da. Der Felix hat wieder was verkauft, ne? So, jetzt gehen wir mal schnell ins Lager. Gucken, ob wir hier wieder was auspacken können, ein paar Sachen. Ja, siehst du, ja, wir haben hier noch jede Menge Getränke drin und Laptops haben wir auch. Die müssen wir auch irgendwie an den Mann bringen, ne? Felix. Ein Handy haben wir auch schon wieder verkauft. Können wir jetzt endlich den letzten Rest... Vielleicht müssen wir auch gleich nochmal... Ja, wir haben noch nicht so viel Kohle. Wir können noch nicht so viel investieren. Oh, zwei Leute hier an der Kasse. Ja,
Das mache ich selber. Abkassieren, für die Kohle bin ich hier. Das Lager war voll, ne? Ja. Oh, das geht hier Schlag auf Schlag. Ich komme zu nix. Nein, wir brauchen auf jeden Fall jemanden noch für die Kasse. Okay. Wir haben Laptops gekauft, aber anscheinend noch kein Ort, wo wir die hinstellen sollen. Kann das sein? Der Felix macht das schon. Ist der Felix auch noch da? Ja. Sehr gut. Hier, der Felix, der kann einfach alles verkaufen. Der Mann kommt jetzt hier zu mir, der hat sicherlich ein Handy gekauft. Das wird ein richtig schöner 317, so. Kann das sein, dass wir einfach viel zu wenig Artikel haben? So, jetzt haben wir endlich mal alles ausgepackt. Jetzt können wir auch unsere Getränke einfach mal Sprudel. Ja, das fehlt uns noch. Einmal fertig machen. So, wunderbar. Genau, Laptops haben wir ja da gesagt, haben wir ja noch gekauft. Dazu, wir könnten ja dieses hier erst einmal bewegen. So, jetzt stellen wir das weiter hier hin. Und dieses hier bewegen. Stellen wir hier hin. Und dann stellen wir hier hinten. Oh nein, das müssen wir. Das geht ja so nicht. Das geht so nicht. So, jetzt sieht's auch. Oh. Ja, ich komme. Ich komme. Ich bin unterwegs. Oh, das nervt mich ja jetzt schon. Aber. Zack, zack, zack. Wunderbar. So, genau. Ich wollte hier noch. Elektronik, Computer. Hier so ein Regal. Das wollte ich ganz gerne hier so hinmachen. Oh, Freunde. Oh Gott. Ich brauche jemanden für die Kasse. Zwei Leute für die Kasse. Einer vormittags, einer nachmittags. Sonst komm, ich komme hier ja zu nix. Mathis ist auf dem Weg zur Arbeit. Eieieiei. Ist Mathis eigentlich so gut wie der Felix? Ja, schon, oder? Ja, wir wollen ihn ja jetzt nicht. So, wir haben ja hier zwei Laptops. Zack. So, einmal packen bitte. Ja, oh, da steht schon wieder jemand. Ja, ich eile. Guck mal, da kommt er schon. Der Felix ist auch noch da. So, Felix, schönen Feierabend. Ciao. Wir werden hier wahrscheinlich schon wieder leer gekauft. Kann das sein? Wir machen, glaube ich, gute Kohle. Nochmal, können wir hier noch irgendwas nachfüllen? Hier auch nichts mehr. Wir brauchen mehr Artikel. Wir müssen gleich noch einen richtigen fetten Einkauf machen. Wir haben auch schon 3400. 3600. Ah, da hat jemand einen Laptop gekauft. Herrlich. Wer lässt sich da jemand tatsächlich beraten wegen Getränken? Ja, es ist erst 16 Uhr und ich habe schon so gut wie keine Artikel mehr. Das ist ein bisschen beunruhigend. Also die Leute kommen ja und kaufen ja wie die Großen. Ich muss hier ganz schnell eben ein bisschen was auffüllen. Ja, ich eile. Lasst mich durch. Ah, da hinten steht jemand und... Ah, ich war mir fast sicher, dass der den Laptop kommt. Oh, wir haben keine Handys mehr. Oh, schnell hier zur Kasse. Oh, mein Näschen. Oh, zack. Ching, ching, ching. Super. Echt super. Ja, wir müssen gleich einen richtig dicken Einkauf machen. Wir sind ja schon fast wieder blank. Ich weiß gar nicht, warum wir überhaupt so lange aufhaben. Wir haben ja gleich keine Artikel mehr. Haben wir ja noch irgendwie was? Hier nichts mehr. Hier nichts. Da stehen schon wieder Leute an der Karte. Was ist denn, wenn wir gleich einfach das Verkaufte von heute doppelt nachbestellen? Das sollte doch wohl funktionieren, oder? Und unser Lager müssen wir erweitern. Das machen wir gleich, wenn alle weg sind, dann machen wir unser Lager einmal ein bisschen größer. Oh ja, wir müssen hier alles... Da ist ja gleich nichts mehr drin im Lager. Ach du liebes Lieschen. Ja, Matthias, so ganz ehrlich, mal feiern. Komm,
Komm, gönnen wir ihm, er soll Feierabend haben. Wir haben auch einfach nur noch ein Kleid hier hinten im Laden. Ja, wenn sich da jemand überlegt, was haben wir denn hier noch? Getränke haben wir noch jede Menge. Getränke können wir nochmal nachfüllen. Was heißt jede Menge, ist auch cool. Also wir müssen gleich auf jeden Fall einfach das heute Verkaufte doppelt nachbestellen. Was ist denn, wenn wir jetzt hier das verkaufen? Für 100 und das verkaufen für 100 und dann kaufen wir uns einfach Lagereinheiten. Oh. 60 Einheiten, 2 Stück hiervon. So. Und dann sind wir, nee, einen brauchen wir noch. Bitte nichts klauen jetzt. Ich bin gerade hinten im Lager. Feierabend. So, okay, ja, unser Lager ist leer. Das ist ja jetzt doch Feierabend. Unser Lager ist leer, unser Laden ist... Da hat jemand ein Kleid echt stehen lassen. Ach, du liebes Lieschen. Ja, machen wir auch Feierabend. Ein guter Tag, würde ich sagen. Ist ein guter Tag, ist ein guter Tag, definitiv. Aber was wir jetzt... was machen wir denn jetzt als erstes? Als erstes machen wir erstmal die Bestellung für morgen. So, Bestellung. Wir müssen ja eigentlich Verkäufe nachbestellen. Alles hinzufügen. Auf. Ich kann das gar nicht doppelt nachbestellen. Wenn ich pleite. Ich kann hiervon nochmal welche nachbestellen. Ja, wir können tatsächlich nichts doppelt. Vielleicht hätten wir auch einfach die Preise höher machen sollen. Aber na gut. Wir werden jetzt 2 Verkäufer. Nein, nicht Verkäufer, sondern 2 Leute an der Kasse einstellen. Kasse hier. Hier. Guck mal. 2,5 Sterne, was sind das? Aber bitte nicht so teuer. Komm schon. Das muss aber lang. Ja, ja gut, dann nicht. Das geht doch nicht. Wir haben ja dann hier noch mehr. Wir haben ja hier noch. Wen haben wir denn hier? Clara. Hallo, Clara. Hallöchen, Clara. So, Verkäufer, die ist natürlich an der Kasse nicht so optimal. Aber wir können sie beim. Wir tauschen das mit dem Felix. Ach komm, jetzt mach ich nicht diesen hier, ne? Ja, gut. So, die machen wir dann nämlich an die Verkäufe und den Felix setzen wir nämlich an der Kasse. Je nachdem. So. Kerstin. Kerstin Singer. Hallo, Kerstin. Sie haben sehr schöne Zöpfe. Mann, ich brauche doch noch jemanden an der Kasse. Kriegen die den Wesen für einen schmalen Kurs? Oh Gott. Ein bisschen mehr. Ja, immer ein bisschen mehr. Immer ein bisschen mehr. Ja, komm. Kerstin, du bist dabei. So, jetzt haben wir hier 2 neue. So. Kasse, genau. Der Felix, den setzen wir jetzt an eine Kasse. Machen wir nämlich jetzt so. Kassierer. Den ganzen Tag. So, jetzt haben wir einmal getauscht, aber das läuft, das läuft, das läuft. So, was nachbestellt haben wir, dann flitzen wir doch sofort in den nächsten Tag, würde ich sagen. Zwölf. 12 Euro einfach. 12,22 €. Ja, super, perfekt. So, wo ist denn unser Lager, Uli? Ah, da kommt er schon angetapert. Da kommt er schon angetapert. 2 Mitarbeiter. Ich habe 2 Mitarbeiter einfach. Ja, jetzt packen wir das aus. Dauert jetzt wahrscheinlich hunderte von Jahren. Eine Ewigkeit später. Namen. Ach, nee. Jetzt aber schnell, schnell alles auffüllen hier. Zack, zack. Zack, 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 zack. So, noch eben schnell die Getränke. Auffüllen. Sehr gut, Clara. Sehr gut mitgedacht. Felix an der Kasse, optimal. Die Handys sind auch schon wieder. Ach, guck mal, hier wollten wir eigentlich die Laptops mit reinpacken. Die hatten wir da einfach noch nicht. Kann ich die nicht jetzt einfach rausnehmen? So, genau. Guck mal, das ist... So, jetzt haben wir, glaube ich, auch alles wieder. Unser Lager, was wir haben fast denn noch? Wir haben noch ein paar Pullis, ein paar Kleider und ein paar Schuhe. Hier ist noch alles da. Hier können wir schon wieder was nachfüllen. Hier können wir schon wieder was nachfüllen. Wunderbar. Wir sind Profis. Wir können auffüllen wie die Großen. So.
Und jetzt kauft, meine Freunde, kauft, was das Zeug hält. Er braucht Geld. Ich brauch Geld. Clara, sehr gut. Oh, wenn das so schnell ist, dann... Was ist das denn? Ja, bedienen Sie sich ruhig bei den Getränken. Wieso hat noch keiner einen Computer gekauft? Hier, die Pullover, die gehen auch, die gehen tatsächlich sehr gut in die Kleider. Ich glaube, die Kleider auch. Aber eher hier so diese Fraktion an Kleider. Diese rosanen, die gehen richtig gut. Schuhe, haben wir noch was da? Tatsächlich, ja, haben wir auch noch. So. Und ich glaube, was umfasst denn unser Lager noch? Ja, ein rotes Kleid noch, zwei rosanen noch. Das ist schon wieder... Jetzt müsste aber gleich die Primetime losgehen hier. Dass die Leute auch einfach mal unseren Laden halt einfach wieder komplett leer kaufen. Ah, da kommen wieder zwei Arbeiter. Zwei fleißige. Ah, da hat jemand einen Laptop gekrallt. Wo sind denn meine Bienchen? Sind sie schon da? Müssten eigentlich schon seit einer Stunde fast. Nee. Oh, der Felix macht Feier. Zack, wunderbar. Guten Tag, Kerstin. Das machst du sehr. Ich bin mal gespannt. Verkauft sie das Handy? Sag mal, Kerstin! Hier möchte jemand... Oh, da wollte ich heute auch einen Laptop kaufen, ey. Ach, komm. Hier können wir nichts mehr auffüllen. Hier können wir nichts mehr auffüllen. Hier können wir nichts mehr auffüllen. Da, ah ja, da konnten wir noch was auffüllen. Das machst du sehr gut, Kerstin. Das machst du sehr gut. Kerstin, das ist einfach eine fleißige Biene, ne? Jetzt stellt sie sich da zum Matthias. Was ist da los? Kerstin, ich wollte gerade sagen... Wir machen zu wenig, das ist zu wenig, oder? Das ist doch... Wir brauchen ja... 4.400... Wir brauchen mehr von den Sachen. Hier, die Laptops sind komplett weg. Es ist gleich schon 18 Uhr und der Laden ist noch nicht leer gekauft. Es ist heute kein guter Tag. Ja, gut, es ist Sonntag. Hat das damit was zu tun? Kennt das jemand? Handys sind noch da. Wieso greift sie nicht zu? Kommen Sie rein in den Laden. Ja, 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 hier kommen Sie. Ja, habe ich. Ich habe auch Mobilgeräte. Ja, sehr gut. So macht man das. Kerstin, hast du gesehen? Ich den Laden, habe ich den Mann hier reingelockt und der kauft jetzt nichts. Ist gerade einfach so wieder rausgegangen. So, wir gehen nochmal einmal ins Lager gucken. Was haben wir denn hier noch drin? Ein paar Schuhe, die roten Schuhe, die laufen gar nicht. Ein rotes Kleid und diese braunen Kleider. Das ist auch, ich glaube, das können wir alles einmal nachfüllen. Ach, das sind die roten, ne? Genau. Ja. Aber ansonsten, hier ist nichts mehr. Hier ein paar Getränke. Der lässt sich doch nicht wegen Getränken beraten. Das macht man doch nicht. 4.800. Also wir hatten heute keinen guten Tag, glaube ich. Könnte noch einer werden, wenn jetzt hier, ne, alles nochmal, ja, guck, sie nimmt sie eine Kerstin. Ah, weiß ich nicht, Freunde. Was können wir anders machen? Was mache ich falsch? Ich meine, wir sind ja, okay, wir sind bei 5.300 und wir haben jetzt auch noch ein paar Artikel. Können wir hier noch was nachfüllen? Hier können wir noch einen Schuh nachfüllen, ein paar Schuhe, Feierabend. Da ist auch schon Feierabend. Ja, es wird jetzt ja auch nicht mehr... Dann meiste sein. Es ist Feierabend. Geht nach Hause. Grüß Familie und Kinder. Tschüss. Ja, würde ich sagen, machen wir auch Feierabend. Wir gehen nochmal ins Büro. Also so im Großen und Ganzen würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass wir noch eine Kraft einstellen sollten zum... Ich stelle hier alle meine Leute ein. Artikelhandhabung. Ah, der wird teuer, ey. 3. Okay, ist ja in Ordnung. 10. Ja, aber nicht viel mehr. Ja, machen wir das. Ja, komm, denn der macht den ganzen Tag. Der macht morgens. Morgens packt er die Pakete da aus. Dann muss ich das nicht machen. Bis
Arbeit beenden. Bis 13 Uhr kann er wohl machen. Dann kann er die Pakete auspacken. Geht uns auf jeden Fall ein bisschen weniger flöten, weil mir geht nämlich zu viel Zeit dabei weg. Also da, wo noch keine Leute da sind. Bestellung, Verkäufe, nachbestellen. Ja, jetzt sehen wir nur bei 2945. Das ist gut. Top mehr. Hier noch so ein Pullover. Ja, und dann reicht's auch. Wunderbar. So, die Bestellung müsste auch kommen. Wir starten in den nächsten Tag, würde ich einfach mal sagen. Wen haben wir denn da gerade überhaupt eingestellt? Wen haben wir denn jetzt gerade eingestellt? Valentin. Sehr schön. Guten Tag, Valentin. Willkommen im Team. Ich hätte auch einfach mal gucken können. Ich stelle den Mann ein und weiß noch nicht mal seinen Namen. 6 Euro haben wir auf dem Konto. Sehr gut. Sehr gut. Wir brauchen Geld, so viel Geld, wir wollen doch alle Geld. 3 Mitarbeiter, wir wollen Geld. War da gerade der, ne. Wo ist mein Paket, Uli? Hallo? Lieferungszeiten sind aber heute sehr, sehr spät, Kollege Schnürschuh. So, ich packe das jetzt einfach mal aus, in der Hoffnung, dass der Valentin dann drin die ganzen Sachen schon mal in die Regale, also ich will da jetzt gleich rauskommen und dann soll eigentlich alles fertig gepackt sein. Also die Regale sollen wieder aufgefüllt sein, außer ist natürlich alles verkauft, dann bin ich ja noch besser zufrieden. Ja, wunderbar, das sieht doch gut aus. Valentin, ich bin begeistert, sehr schön. Ah, die Clara. Verkauf ihr das, Clara. Verkauf es ihr. Ach, ich habe mein Team alle so ins Herz gewonnen. So, jetzt fehlen nur noch die Leute. Ja, kommen Sie ruhig rein. Komm, nein, 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 nein. Oh. Ja, Clara, die verkauft ihr jetzt einfach einen Laptop. Macht die. Das macht die jetzt einfach so. Sehr gut, da grabt sie doch zum Computer. Valentin direkt aufgefüllt. Er hat auch einfach alles am Mann, habe ich das Gefühl, ne? So, und jetzt wollen wir nämlich hier, wir müssen über 5000 kommen, Freunde, also hepp, hepp, hepp. Ja, ich gucke dem Felix hier mal ein bisschen über die Schulter. Von hier habe ich alles im Blick. Clara. Oh doch, hat sie noch was, irgendwas hat sie eingekauft, ne? Da hinten wird schon wieder zu den Pullovern gegrapscht. Valentin mit seinem Nachpacken ist ja, der ist schon Flux, ne? Aber der macht ja jetzt auch jetzt gleich, der macht ja jetzt gleich auch Feierabend. Der macht ja jetzt gleich auch Feierabend. Und dann ist das mein Job. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Ich mach das gerne. Ich mach das gerne so ein bisschen. Das ist so ein bisschen die Regale einräumen und so ein bisschen. Warum nicht? So, Valentin. Ne? Ach ne, bis 1 Uhr macht er, ne? Halbe Stündchen hast du noch? Genau. Guck mal, da wird nochmal nachgeräumt. Da wird nochmal nachgeräumt. Das ist so. Der ist so umsorglich. Valentin, da mach Feierabend, ne? Ich würde sagen, wir hören. Valentin? Ist er jetzt weg? Ich dachte, du arbeitest nur bis 1. Machst du Überstunden? Die werden nicht bezahlt. Oh, habe ich denn bis 2 eingestellt? Oh, guck mal, jetzt gehen sie alle. Jetzt sind sie plötzlich alle weg, ne? Kerstin, aber Kerstin ist noch da und Mathis ist wieder da. So, ich bin jetzt hier der Nachfüll-Guy. Gut, Laptops sind, wir haben, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber wir haben von, also wir haben mehr Laptops gekauft. 1 oder 2 mehr sogar. Ist auch schon alles so gut wie leer. Nein. Dafür ist die Kerstin da. Schuhe sind auch gut weggegangen. Getränke haben wir sicherlich noch, oder? Ja. Könnten auch zu den Getränken, könnten wir eigentlich noch mal ein bisschen was Essbares nachher mit reinmachen. Und grapscht sie. Kerstin, macht das. Ja, sie hat auf jeden Fall was gekauft. 188. Oh yeah. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, ich will. Wie kommen wir denn an mehr Pinunzen? Also, was ist denn so ein richtiger Renner? Wir haben hier hinten unsere Technik-Ecke. Kerstin! Kerstin! Hat da gerade jemand nach, weil die Kasse überfüllt war, geschrien? Wahrscheinlich, ne?
Sag mal, wenn die Kasse klingelt, ist immer ein gutes Zeichen. So, ich guck mal hinten im Lager, was haben wir denn hier noch? Rote Kleider. Oh, wir haben hier noch ganz viele Telefone. Warum werden denn hier so wenig Telefone verkauft? Achso, weil die einfach nicht... Elektronik, Handy, Telefone. So, dann kann ich die einfach mal da alle reinstellen, ne? So, dann sieht das auch gleich viel ansprechender aus, wenn da so viele von da sind. Was ist da los? Na, die Kerstin macht das. Kerstin! Mit wem bist du denn in deinem Mitarbeiterraum? Müssen die eigentlich gar kein Pipi oder so? Keiner muss hier Pipi. Ich muss auch kein Pipi. Kerstin, wenn du Kaki musst, ist kein Problem. Du kannst im Nachbarladen gehen. Das habe ich geklärt. Also, da hinten. Da hinten ist ein Restaurant. Wenn du Kaki musst, dann flitz schnell. Okay. Muss ich nicht. Ist ja auch immer, ne? Ist ja auch bestimmt unangenehm. Oh, hier Getränke. Ja, fast ausverkauft. Hier, dieses in der Mitte. Das geht ganz gut, ne? So, was haben wir hier noch? Ein Perfon. Irgendein Kleidchen. Ja, nehmen Sie sich hier. Nehmen Kessin. Verkaufen bitte hier das Rote. Ah. Habe ich hier noch was an Schuhe? Schon wieder komplett leer. Wir sind bei 7,5, Freunde. 7,5. Und wir haben noch Artikel. Boah. Aber wir haben jetzt geschlossen. 7,5. Unser Lager ist jetzt mittlerweile leer. Ne, zwei von diesen orangenen Kleidern sind da hinten noch und das ist auch noch voll. Ja, ab ins Büro. Dann wollen wir doch mal schauen. 6.815, Freunde, das ist ein neuer Rekord, würde ich jetzt einfach mal sagen. 78% Erfolgsrate. Dank Kerstin. Kerstin, das ist eine Wucht. Okay, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann macht natürlich, drückt den Abo-Button bzw. den Daumen nach oben. Ich würde mich mega freuen. Wir sind mittlerweile 560 Leute und ich freue mich mega drüber, dass meine Videos euch gefallen. Das bedeutet mir tatsächlich sehr, sehr viel. Von daher wünsche ich euch einen wunderschönen Abend bei immer, was auch immer ihr tut. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao!